gebraucht werden. Ich denke mal, wenn sie immer durch dieses kurze Abschnitt fliegen, dann dürfte das... Ich klopfe mal vorsichtshalber auf Holz. Dürfte das ja kein Problem sein. Das dürfen sie jetzt eigentlich auch wieder machen. So. Haben wir noch irgendwas, was wir mit der Sonne gut machen können? Haben wir noch irgendwie Eisen? Ach, guck mal, da haben wir auch noch Kohlenstoff. Dann nehmen wir das doch auch mal mit. Vielleicht könnte man dann auch noch überlegen. Dass man was an den Schiffen macht. Und zwar, dass wir vielleicht noch ein Solarmodul holen. An accident has occurred in the Tycoon. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Energie braucht man immer. Wir haben jetzt gerade die Materialien dazu. Da geht zwar die Integrität ein bisschen runter. Ah, guck mal, die haben wir schon. Ah ne, wir sammeln gerade noch diese Ressourcen dafür. So, das wird runtergefahren. So, dann schauen wir uns mal an. Wir haben die Protagoras betreten. Es gibt Anzeichen eines Konfliktes und überall sind schwebende Leichen. Wir haben mehrere Kryokapseln gefunden, die wahrscheinlich von der Evakuierungsmaßnahme der Besatzung stammen. Viele Sektoren sind drucklos und stark beschädigt. Fast alle Bereiche weisen Spuren von Plünderungen auf. Über eins der Stationsterminals konnten wir Diagnoseprogramme starten. Gemäß den Dolos Geheimprotokolle wurde der Missionsbericht über den Zustand der Protagoras verschlüsselt und kann im Techniklabor analysiert werden. 950. So. Naja, dann verschwimmen uns doch gleich mal die Verschlüsselungsdaten. Ja, die Protagoras. Weil die müssen wir so oder so erforschen, um weiter in die Story zu kommen. Deswegen gibt es auch hier halt die Forschungspunkte, damit man das auf jeden Fall machen kann. Gehe ich jetzt von aus. Na, die... Es wird immer noch an Energie geforscht jetzt. Oder gearbeitet. Den aktivieren wir jetzt mal. Einfach, dass wir halt mehr Leute jetzt wiederbeleben können. A probe has completed its scan. Die haben hohe Priorität, Leute. Die macht da der. Die macht da die Walle 0, ne? Die Walle 0 holt. Ne, warte mal. Walle 0 macht das gerade gar nicht. Dann macht das mal als zweite Stelle. Und das mal als wichtigste jetzt, weil wir brauchen die Leute. Ja, die Walle 0 macht das jetzt. Ja. Die holt jetzt die Leute ran. Dauert mittlerweile ganz schön lange mit dem Bauen. Und Solaranlagen. Aber dafür geht die Integrität wieder hoch. So, was hätten wir? Dann schauen wir uns mal, dann hören wir uns doch mal die eingehende Übertragung an. Administrator, analysis of the Protagoras has been completed. Frozen, mostly depressurized and out of power. The Protagoras has suffered critical internal and external damage. Sectors 3 and 4 do remain sealed and pressurized.
Signs of looting are present throughout the structure, with reports indicating that UN forces attacked, wiping out whatever resistance had been present. They have destroyed and gutted the infrastructure required to generate bolt jump coordinates. The devices containing the coordinates of Remus have been taken by the Etymoneki. We have received a message from the PA of the Protagoras, Valhalla. So, dann hören wir uns mal die Übertragung an. Administrator, part of me remembers you. I am glad to see you and your crew are still alive. And to be carrying Ixion, what an achievement. My mind is going. I can feel it. The Protagoras, designed to be an ark for what remained of mankind, was attacked by the UN's superstructure, the Etymoneki. Before my last electric breath, I have launched decryonization protocols. With only two sectors left, the surplus population will be transferred to the Tycoon. Please help the Protagoras. I have programmed a delayed data transfer that will send across the Etymoneki's self-similar signature once you have guaranteed the integrity of this structure. They plan to reach Remus. Follow their vol signature, and you will find our new home. What you will do once you reach your destination is only up to you. Farewell, Administrator. For the few who stand in the light, and many who dwell in the dark, you carry the fate of us all. Administrator, new mission objectives have been set. To receive the Etymoneki signature, we will need to free the Protagoras from the ice, perform critical repairs, provide resources to support their crew, and via a connection to the Tycoon, reboot the core systems of the Protagoras. So. So, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Ja, wenn man erkennen konnte von dem ersten Prozess, war das ja die... Also ganz am Anfang des Spiels war das ja die... Oder der... Haupt... Ja, eigentlich unser Chef, wenn man so will, der das Ganze hier in Bewegung gesetzt hat mit dem Bau der Tigern und der sonstigen Sachen. Guck mal, da kommen die ersten Überlebenden. Die können wir auch direkt wiederbeleben. Machen wir vorsichtshalber mal den auch schon mal aktiv. Ja, warte, nee, den wollen wir noch nicht. Wir brauchen erst mehr Leute dafür. So, jetzt werden erstmal Leute wiederbelebt. Quasi wiederbelebt, was man so nennen kann, ne? Aber man weiß ja, was ich meine. So, ich mache jetzt auch mal die Ressourcen als Priorität noch. Damit wir hier wegkommen. Weil wir müssen so oder so dahin. Dann würde ich nämlich als nächstes erstmal hierhin fliegen. Aber wir müssen noch was auswählen. Reparieren Sie die Subraumstruktur der Protagoras. Wir eigentlich machen, ne? Interne Infrastruktur und Nahrungssysteme wieder her. Ich meine, wir müssen eh beides machen. Das müsste eigentlich den Walle 0 machen. Ja, komm, dann macht sie das erstmal. So.
können wir denn noch Schönes erforschen? Vielleicht machen wir das jetzt doch, dass die Bergbauschiffe schneller arbeiten. Irgendwie finde ich das ziemlich störend, dass die so lange brauchen zum Teil. Mal den machen wir mal kurz, die Nakatomi, dass die nur... Was haben wir sie denn jetzt da? Die Nakatomi machen wir mal alle anderen Sachen mal weg. Weil ich will, dass sie wieder zum Schiff erst fliegt, bevor sie halt weiterfliegt. Weil sie wird dann doch irgendwas anderes abbauen oder einsammeln, was halt nicht sein muss. Oh, das Einzige, was wir noch machen kann, aber die ist doch hier, ne? Komm, dann kannst du noch Eisen abbauen. An accident has occurred in the Tycoon. Wie sieht das jetzt hier aus? Können wir den... Na guck mal, jetzt können wir den wieder aktivieren. Damit wir einfach für den Fall der Fall mehr Nahrung auf jeden Fall haben. Weil dadurch, dass wir Leute wiederbeleben, brauchen sie auch mehr Nahrung. Aber wie sieht das denn hier aus? Wir müssen ja auch was hier erforschen. Das machen wir jetzt auch erstmal direkt mit, dann ist das auch weg. Dann kann ich die Punkte für irgendwas anderes ausgeben. Autonomie. Aber was wir auf jeden Fall genug haben, ist jetzt Energie. Ah, die bringen gerade die Legierung dahin. Doch, die kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Und erstmal das, das ist so wichtiger. So, das hätten wir. So, den müssen wir jetzt auch noch hier anbringen. Dann machen wir mal. Ja, hier. Machen wir auch direkt. Wir haben ja eh die Materialien dafür. Die soll auch später, habe ich ja schon gesagt, die soll später hier weg. Die soll hier nicht sein.
Da kann ich besser nochmal hier einen von Außendockschleuse bauen. Weil wenn hier eh schon die Eisenproduktion ist, dann kann... Überlege ich schon, ob ich 3 Stück von denen hier hinbaue. Dann können die halt immer reparieren. Sektor 1 hat Hunger. Aber Sektor 1 hat doch noch was zu essen. Ah, kann das sein, dass wir einen zweiten brauchen? Ey, für 600 Mitglieder. Wir sind 600 Mitglieder. Hm, da verstehe ich nicht. Das gerade nicht. Silizium weg. Dass wir mehr Computerteile herstellen können. Wir haben auch ganz schön viel Elektronik. Finde ich gut. Finde ich gut. Wie sieht es bei dir aus? Okay. Ach, die haben noch gar keine Legierung Polymer gekriegt. Oh. Okay, ist ja nicht so schön. Was haben wir denn noch so Schönes hier in der Nähe? Haben wir irgendwas Gutes noch, was viel ist? Nee, das Eis. Ach, guck mal, da ist auch noch Silizium. Oder warte mal, was ist da? Nee, da ist gar nichts. Wenn da jetzt auch noch Silizium ist, etwas... Komm, dann schicken wir ihn da nochmal hin. Dann sollte es doch erstmal mit den Sonden gewesen sein. Weil dann haben wir auf jeden Fall genug noch zu tun. Wie sieht es hier aus? Ah, ist gebaut, okay. Ah, sieht man ja auch direkt hier, es wird wieder weiter repariert. Auch krass, ne, dass das ständig repariert werden muss. Verstehe ich gar nicht. Wieso hungert ihr in Sektor 1? Ah, wir brauchen mehr Häuser. Na komm, mehr Häuser können wir hier noch bauen. Vielleicht auch deswegen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das der Grund halt ist, warum das gerade so ist mit dem Hungern. Ah, okay, da ist nicht mehr viel. So, machen das Ganze mal jetzt ein bisschen flotter. Oh, wir können das jetzt mal kurz so machen. Ja. Mach es mal kurz so, dass sie hier das Eis aufschlagen endlich. So, die Weihnachtsgeschenke von meinen Eltern oder Familie habe ich, oder besser gesagt Familie habe ich auch schon gekauft. Ist vielleicht, ja, wie soll ich sagen, ich habe keine Lust gehabt, denen immer nur Süßigkeiten, Gegenstände zu schenken. Deswegen bekommen sie dieses Jahr Süßigkeiten. Und zwar Süßigkeiten aus aller Welt, hatte ich mir überlegt gehabt.
Dann können sie mal was aus anderen Ländern kosten. Vielleicht ich ja auch nebenbei. Das ist noch 34, da sind noch 76. So, spätestens wenn die beiden jetzt abgebaut sind, dann fliegen wir weg. Dann fliegen wir als nächstes dahin. Die braucht ja 3,1 Zyklen. Energie sollte auf jeden Fall ausreichen bis dahin. Ah, hier gab es einen Unfall. Eis ist ja auch schon gleich. Ach, guck mal, das geht ja so flott mit dem Eis. Ja, wenn zwei Schiffe da dran sind, dann geht das wirklich flott. Aber als nächstes bauen wir mal die hier ab. Schließlich sind sie da zur freien Verfügung. Ohne, dass sie nochmal umgewandelt werden müssen. Guck mal, den können wir auch noch hier. Na, jetzt holen sie das hier noch. Und so auch drei. Müssen sie auch mal drei. Also ein Schiff muss auf jeden Fall doppelt mal dahin. So. Das haben sie gemacht. Jetzt müssen sie aber noch wieder das hier als kleine Prioritäten setzen. Und halt Eisen. Ja, doch. So. Ach, der eine hat nur noch Ei. Es ist größtenteils nur noch Eisen da, das geerntet, das abgebaut werden muss. Krass. Ja, wenn wir alles hier abgebaut haben, dann kann ich die auch wegschicken gleich. Dann kann ich die erstmal Standby setzen, weil die müssen ja nicht unbedingt aktiv sein, damit sie halt. Ja, was ist, wie soll ich das sagen? Wenn sie nichts abbauen können, dann müssen sie auch nicht aktiv sein. Das wollte ich einfach nur damit sagen. Hä? Hat er nicht gesagt, da ist Silizium? An accident has occurred in the Tycoon. Na, immer diese Warnmeldung. Dabei wurde jetzt nur einer verletzt. Na gut, was heißt nur, ne? Haben wir kein Silizium mehr hier? Nee. Jetzt fliegt ihr da doch nochmal doppelt hin? Ne, warte mal. Hermes. So ist fein. Du kannst gleich wieder Eisen abbauen, aber dann müssen dich jetzt doppelt Schiffe entziehen. Ach. So, dann wollen wir doch mal nachlesen hier. Wir haben die Reparaturen an der Suprastruktur der Protagoras abgeschlossen. Während wir die letzten Aufgaben beendeten, fanden wir eine Einladung, die für uns hinterlassen wurde. Einige der älteren Mitglieder der Protagoras wollen sich mit uns treffen. Achso, dafür muss die Teigel im Orbit sein. Komm, dann reden wir mal mit denen. Aber krass, dass da noch Überlebende sind, wenn man so überlegt. Wer weiß, wie alt die sind. Ich freue mich auf morgen. Also, sagen wir mal vorweg, heute ist der 17., wo ich das halt schaue, der 17.12. Und morgen am 18. gehe ich ins Kino.
Da schaue ich mir Avatar an und bin mal gespannt, wie der so ist. Hat ja nur ein paar Jahre gedauert, bis der zweite Teil jetzt kommt. So, wir fliegen hier hin. Die Energie sollten ja bis dahin ausreichen. Das sieht mal schön aus, wie das Schiff fliegt. Warte mal, die Hermes können wir wieder setzen, dass die Eisen abbauen soll. Aber auf jeden Fall jetzt genug Energie. Dann geht's allerdings. Ne, in der Wolke ist absolut nichts drin. Ich frage jetzt mal nur für mich als Interesse. So, was haben wir jetzt? Die Ältesten, wie sie sich selbst nennen, erzählen uns ihre Geschichte. Sie gehören zu den letzten Besatzungsmitgliedern, die noch die Erde kannten. Viele auf der Protagoras erinnern sich nicht an ihre Vergangenheit. Die Ältesten sagen, die Kryptotechnologie von Dolos sei dem diesen Phänomen schuld. Sie bezeugen einen bedeutenden Unterschied zwischen der Besatzung der Protagoras und der Entemananki. Der Besatzung der Entemananki bestand hauptsächlich aus Menschen, die fast ihr ganzes Leben auf der Erde verbracht haben. Nach Ansicht dieser Ältesten ist die Vol-Technologie nicht nur eine Raumfahrttechnologie. Sie glauben, jeder Volsprung erschafft einen Kataklysmus, ähnlich dem, der ursprünglich von Tigern ausgelöst wurde. Sie sagen, dass Phreos-Tachionen die Ursache dafür sind. Da die selbst ähnlichen Raumfahrttechnologie der UNO diese Partikel nicht nutzen, hinterlassen ihre Schiffe keine solchen Kataklysmen. Die Diskussion dauerte einige Zeit an. Joan Oppenheimer und Cornelius Vladimir beschlossen, sich mit den Ältesten auf Protagoras zu bleiben. Sie wollen der Mission der Tiger nicht länger folgen. Tja. Das ist halt so. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier als Verlust zählt, aber finde ich halt trotzdem komisch. Aber naja. Ah. Ja, aber... Das ist doof. Ich glaube, da muss erstmal das Schiff wieder in das Orbit rein. Bevor die da halt wieder Besatzungsmitglieder einbauen. Aufstocken können, so. Ich kann nicht auf das Wort. Und das kann erstmal aus und das kann auch erstmal aus. Weil wir haben kein Silizium mehr hier. Ne, wir behalten jetzt noch das, was wir hier haben. Wir haben auf jeden Fall noch genug. Ja, wir haben überhaupt generell noch ein paar Teile dafür. An accident has occurred in the Tycoon. Ja, da wurden wieder Besatzungsmitglieder verletzt. Ja, da kommen neue Besatzungsmitglieder jetzt hin. Weiß nicht, ich glaube, wenn wir hier 600 Leute haben, dann kann ich mal überlegen, das hier langsam auch zu aktivieren. Den Sektor. Da müssen wir nach und nach alles mal aktivieren hier. Ich glaube, den Speisesaal und die Werkstatt packen wir nochmal ein bisschen nach rechts hin. Also den einfach weiter nach rechts und den einen nach rechts. Einfach aus dem Grund, dann kann ich hier noch eine Batterie bauen. Ja, ich glaube, das ist sinnvoll. Ich
Ich will jetzt auch noch nicht hier reinfliegen. Einfach aus dem Grund, da es doch sehr kalt da in dem Sektor ist. Und ich erstmal mehr Leute hier haben möchte. Wir haben ja fleißig schon gemacht. Ah ne, was schon. Ich hatte kurzzeitig was überlegt, aber nee, das ist nicht sinnvoll. Wir brauchen mehr Häuser. Noch ein Haus erstmal hier hinbauen. Können wir auch zum Glück später wieder abreißen. An accident has occurred in the Tycoon. Hier in Zyklus. Ja, das passt. Ist eigentlich okay. Jetzt wird der natürlich hier erstmal voll gemacht. Zieh das jetzt durch. Ich warte, bis ich da 600 habe. Dann aktiviere ich das hier wieder. Doch einer muss aktiv bleiben, dass ich da wieder Leute hinschicken kann. War schon wieder 30 Einwohner da drin. Ah, 34. Ja, es. Es kommt allmählich. Da hinten haben sie noch was zu bohren. Ja, okay. Wir sind da noch 283. An accident has occurred in the Tycoon. So, dann wollen wir doch allmählich mal planen, dass wir da Leute wieder zurückschicken. So. Wir haben gar nicht mal viele Arbeiter. Naja, egal. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier, wie man es... Wie man jetzt hier sehen kann, 271 Arbeiter. Das heißt, wir könnten 40 erstmal locker zum Sektor 2 schicken. Das machen wir auch. Nee. Nur Arbeitskräfte. Wir brauchen da erstmal nur Arbeitskräfte. Dann aktivieren wir den. Aktivieren den. Den. Und die Krankenstation erstmal.
Andockburg Hamburg. Das hört sich doch mal aber an. Andockbucht Hamburg. Wäre auch nicht schlecht. Shanghai. Kaohsiung. Das ist der Name. Komischer Name. Oh, den Namen habe ich. Der ist zufällig passiert. Auch krass. Auch geil. Etwas. Population transfer complete. So. Wieso seid ihr unzufrieden? Der muss auch aktiv. Der muss gebaut werden. Na komm, dann muss der hier auch aktiv. Aktiviert sein. Aber warte mal, ich wollte das nur so machen, dass wir die hier einen Ticken weiter nach rechts machen. Die Straße hier abreißen. Warte mal, die Straße hier hinsetzen. Die hier abreißen. Die Speisesaal hier abreißen. Dann weiter hier rechts setzen. Das heißt, dann können wir hier eigentlich auch die Straße hier hinsetzen. Und dann hier abreißen erstmal. Und dann kann die Halde eigentlich auch woanders hin, ne? Dann kann die Halde hier hin. So, dann kommt dann Elektroteil dahin. Und der kann dann erstmal abgerissen werden. Und hier kommt dann noch eine Batterie hin. Schade, dass ich die Priorität nicht umsetzen kann. Ich sehe gerade, wir haben gar keine Halde für Wasser jetzt. Ich wollte ja gucken, dass wir hier ein wenig Wasser kriegen. Aber... Aber ihr müsst erstmal in Sektor 2 hin. Ne, Sektor 1 und Sektor 2 machen wir das lieber so.